So, meine Damen und Herren, wir sehen, unser nächstes Event ist der geborene Demolierer Regional Junioren auf dieser wunderschönen Savolaxenpik. Eine kurze Strecke, 1,8 Kilometer oder 1,08, so, mit viel Kies und wenig Asphalt. Drei Runden und. Da brauche ich, glaube ich, nicht mehr erzählen. Ich habe das ersten Platz gemacht. Wer hätte das gedacht? Alle, die den letzten Part natürlich geguckt haben. So, wir gehen natürlich jetzt gleich in die nächste Runde rein. Wie gesagt, ich versuche jetzt die letzten drei reinzunehmen. Die nächsten drei Runden, falls ich wieder Erster werde. Oder. Und danach mache ich erstmal eine Pause, denn die Dinger müssen ja auch geschnitten, hochgeladen und geguckt werden, wie sie ankommen bei euch, die Teile. Ich müsste auch mal wieder was ganz anderes noch spielen, aber... ja. Machen wir uns jetzt einen Sport. Tipps, um jemanden zu crashen, musst du diesen so treffen, dass auf ein Händler das bei. Okay. Wenn der Wagen vor dir drehen willst, stößt ihn hin. Ah, ja. Das haben wir schon ein paar Mal probiert, nicht wahr? Aber das war einmal toll. Das war ein tolles Gefühl. Ah. Also, so ein Pipi-Speed werde ich lange nicht fahren können. Und eigentlich habe ich noch ein ganz anderes Gespräch zu bereden. Aber Leute, dafür, wir sind jetzt erstmal hier auf der Strecke unterwegs. Wir haben, jetzt müssen wir mal gucken, Benzinverschwendung sind wir. Uiuiui. Bin das Rennen in den Top 3. Okay. Sonst irgendwas? Nö. Deswegen gehen wir sofort rein. Start. Wir tun nicht auftun. Diesmal tun wir nicht, diesmal fahren wir gleich los. Ich hoffe auch, das Spiel ist nicht zu laut. Ui, jetzt habe ich mich fast selber rausgedreht. Eigentlich mal die R-Taste besetzen, damit das schnell geht im Notfall. Habe ich das Gefühl. Oh. Ich bin ja damals schon, bin ja schon mal Kart gefahren, bin ich auch schon in Reifen reingefahren und habe mich gedreht. Das war ein lustiges Gefühl irgendwie. Also das sind jetzt 18% Straße, Asphalt, der Start. Oh, hier werde ich wohl nicht Erster sein werden. Habe ich so ein Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber mein Blut sagt mir, mein Urin sagt mir, das wird nichts. Weil ich auch keine Energy seit Ewigkeit nicht. Ja doch, ich habe kurz was. Aber seit langem kein Monster mehr oder sowas. Kann ich mit Position 8? Nee, zusätzlich war unter den Top 3. Guck mal, da hinter mir ist der Rivale. Warum man immer in der Luft lenken möchte. Ob es auch im echten Leben so ist. Leute, los, weiter fortsetzen. Oh. Welcher Platz bin ich jetzt? Leute, schreibt das jetzt rein. Welcher Platz bin ich wohl geworden? Also aktuelle Position ist immer noch Erster. Und 105, oh, aber knapp. Ja, da machen wir jetzt. Es gibt eine, die viel Asphalt und wenig Kies hat. Das wird jetzt sehr interessant, weil ich bin bisher nur Kies gefahren, deswegen. Ja, und Punkte sieht man. Ich habe
relativ wenig Punkte jetzt gemacht. Also mein Meister hätte jetzt 120, hätte jetzt bei 100 sein können. Dadurch, dass ich jetzt bloß den 6. Platz gemacht habe. Aber dafür 45 Punkte, ja, ein bisschen lau, oder? Ich würde mal mit WSD spielen. Das ist die Scheiße. Das wird doch eine Zeit lang bestimmt so sein, dass ich mal WSD... Ja, also Mehrspielermodus können wir mal überlegen. Aber auch nicht im Stream. Also wird sowieso, wenn ich eine neue Wohnung habe, wahrscheinlich mal gucken, ob was sich da ändern wird. Mal gucken. Oh. Primes Rocket. Rock. Way. Sway. Eine kurze Strecke. Auch relativ im Dunkeln sehe ich gerade. Ja, wir können... Okay, mal gucken. Ich kann ja bestimmt noch... ach scheiße, das Tune hätte ich vorhin machen können. Müssen. Ja gut, dann geht es eben so los. Jetzt kommen wir auf, in welche Reihenfolge man hier eigentlich aufgestellt wird. Also jetzt kommt die kurze Kiesstrecke, die vorne wieder aufhört. Wow, Blechschaden. Und ich bin wieder erster. Wenn sie ist wieder erster. So muss es laufen, Leute. Aber in der ersten Runde wird sich sehr, sehr schnell ändern, habe ich das Gefühl. What the fuck? Was ist das für eine Kurve? Okay, das kann man nicht umrahmen. Das wäre jetzt bei Fallout was, Flatout was gegangen. Fallout, komm hier, Fallout. Ich habe echt eine Handbremse? Das geht wirklich mit Leertaste? Ich habe auch Mini... Ich gucke, glaube ich, nie in welchen Spielen zuerst die Steuerung an. Oder ändere die. Ich spiele eigentlich immer auf der Standard, um auch dann zu sagen zu können, ja, das ist gut oder so. In Notfall stelle ich das um, ja. Aber das erste, was ich gucke, ist nicht die Steuerung. Das Ding habe ich doch zerschmettert, oder was? War das nicht das Ding? Klick. Du hast mal... Da war es, oder? Das habe ich ja nicht vernichtet. Uiuiui, da ist auch einer gleich neben mir. Alles klar, zweimal rausgedreht und Blechschaden und alles möglich. Der Rival ist mir egal, die Punkte. Wer Erster werden, da hole ich glaube ich am meisten die Punkte, oder? Also die Musik gefällt mir auch so. Passt zum Spiel. Mit dritter tue ich mich eigentlich, ja, muss man sie ja zufrieden geben. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Jo, kurz vom Ziel, leck mir am Arsch, leck mir am Arsch, du hässlich, hässlichen Fotzen, ihr Fotzensöhne. Das ist Ziel oder was? Diese hässlichen Fotzensöhne! So welche... Da ist doch da! Ey, nein! Sechs! Nein! Da haut durch! Ich bin echt das letzte durch noch. Diese hässlichen Söhne! Oh, das gibt's doch nie. Kriegt der ihn so richtig auf. Jetzt bin ich Platz 4. 155 Punkte. Ey, das gibt's doch nie. Komm, letzte Runde. Wenn sie knackt, das jetzt die ganze Sache.
Die Frage ist jetzt bloß, wenn ich jetzt mal Erster wäre. Oh, ich hätte, ey, ach, oh, ich hätte Zehnter, Dritter werden können. Nein, ein Crash und alle crashen mich. Meine hässliche Karre ist kaputt. Das ist so weit, ach, das sind solche Sachen, die kann man sich nur aufregen. Oh. Wenn noch eine Herausforderung, so. Ja, ja, Kupplung. Ich hab's, mein Lenkrad ist noch dran. Aber ich hab eben, mein Computer lief jetzt fast 3 Tage nicht. Der hat einen Haufen Updates machen müssen, Probleme gebracht und. Und jetzt sind wir hier noch bei einer kurzen Strecke. Wir starten sofort das Rennen, das ist mir egal. Und da habe ich Bock auf Pommes heute Abend. Ja, irgendwie möchte ich auch gerne nochmal losfahren jetzt. Nein, ich habe noch nicht getrunken. Wir haben Samstag um 3. Noch kurz nach 3. Die Musik immer frei ist. Ich hoffe es mal. Nein, nicht schräg stehen, nicht schräg. Also eigentlich hat man, also meine Tastenbelegung ist gerade rechte Hand Pfeiltasten, dann habe ich einmal die Handbremse und einmal die R-Taste. Mehr will und möchte ich nicht gebrauchen. Aber weiß, hätte ich mich, wäre ich langsamer gewesen, hätte mich zurückgesetzt, ob das was geklappt hätte. Oh. Bin mal kurz rausgefahren vor der Strecke. Scheibenkleister. Also kann ich vielleicht noch ein paar Pünktchen holen zum Crashen. Ja, rausgedreht. Schön. Ich habe so noch ein paar XP-chen geholt. Vier Leute noch. 1, 2, 3. Wo ist nochmal 4? Das ist mein, war jetzt meine beste Rundenzeit. Alles klar. Das verstehe ich, obwohl ich so scheiße gefahren bin. Es wird vielleicht auch in nächster Zeit eine Zeit geben, wo ich weniger spielen online und werde, weil ich eine Weiterbildung habe von Arbeit her. Alles klar. Ich muss mir den 5. Platz abfinden. Scheiße, nee, kannst du vergessen, dass ich auf dem 7. oder so lande. Och, muss ich mich noch mit dem 6. abgeben. Och, fuck. Ich glaube, das müsste man nochmal später machen, wenn man so ein paar Teile eingebaut hat. Dass man nochmal ein bisschen schneller ist. Damit man, ich bin jetzt mal gespannt, wo ich jetzt am Ende rausgekommen bin. Und danach, ich habe ja, wie gesagt, drei Karten habe ich hier. Die eine muss ich noch einlösen, die eine habe ich schon. Battlefield 1 fällt mir noch ein. Das muss ich auch noch einlösen in Codes. Und Endposition 4. Totale Punktzahl 200. Viel zu wenig, um irgendwas nächstes freizuschalten. Das heißt, wir müssen als nächstes entweder das nochmal machen oder das nochmal machen. Das sehen wir aber nächstes Mal wieder. Wir haben jetzt so vieles geschafft. Wir haben 3 Parts. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt der Münzi. Ciao, ciao.